sie euch noch nicht gefixt haben. Nee. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, jetzt hat sich die Kamera auch noch weggefickt, Alter. Leck mich am Arsch! Guten Abend. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Scum. Ja, heute suchen wir ein bisschen Kram, um die Base ein bisschen aufzurüsten. Da bieten sich hier solche Baustellen an. Ja, der Armbrutzvogel ist natürlich wieder mal da. Und ich habe jetzt hier das jetzt schon leergeräumt, hier diese Ziegelblöcke. Kann man die Ziegel rausnehmen und in Verbindung mit ein paar Seilen kann man die dann zusammenbinden. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen was finden. Aber was wir auch brauchen, ist Kies und Zement. Kies ist, sind diese grünen Dinger. Am meisten findet man davon hier an der Kiesgrube bei B3, respektive A3. Da findet man gegebenenfalls auch diese Zementsäcke. Die braucht man nämlich auch. Jetzt haben wir natürlich schon was drin, habe ich vergessen, jetzt ins Auto zu klatschen. Wäre natürlich cool, wenn man auch ein Zementmaschinchen brauchen würde, ne? Das wäre natürlich richtig geil. Aber, ja. Kommt vielleicht noch, ne? Dass das alles so noch ein bisschen deeper wird, ne? Wäre natürlich geil. So, jetzt haben wir hier noch zwei von den Dingern. Die nehmen wir auch alle mit. Du brauchst wirklich viele davon. Ich wollte jetzt einfach nur mal testen und, ja, quasi die Auffahrt aufrüsten. Ja, natürlich kann der Pickup da auch mal seine Arbeit hier machen und ist er halt ein Lastenesel. Ja, und das hier sind diese Bricks. Ja, das sind jeweils Echse, glaube ich. Das sind 6 Steine. Also das heißt, wir haben 3, 6, wir haben 9. Ich weiß nicht, ob das reicht. Aber solche Baustellen in, hier sind wir gerade in Samobro. Natürlich kann man auch hier, wenn man hier eher in der Gegend ist, na, hier gibt es eine Ziegelfabrik, es gibt Zementfabrik und so weiter. Da kann man sich natürlich sehr gut bedienen, aber wie man sieht, gibt es hier auch sehr viel Gelumpe. Und ich habe, wie gesagt, ich mache das sehr selten, dass ich hier aufrüste. Da liegt ein einzelner Stein. Da liegen hier noch mehr. Also auf den Baustellen findet man eigentlich fast alles, was man braucht, ne? Also Zement und Kies findet man hier en masse. Generell, Baustellen sind ja immer ein guter Anhaltspunkt. Und ja, man muss hier nicht ewig weit fahren, ne? So mit dem Zeugs hier kann man nichts anfangen. Ja, wäre natürlich geil, wenn ich jetzt noch ein bisschen Steinchen finden würde. Ich weiß nicht, ob das reicht, was ich da habe, aber hier ist nichts weiter. Ja, mal hier irgendwie an den Stadtausläufern draußen drum rumlaufen, ne? Da findet sich ja immer mal so ein Baugerüst oder da ist irgendwas Baufälliges. Da könnten wir auch noch Glück haben. Muss man halt bloß gucken. Das sieht eher aus wie eine Ruine. Da denke ich mal nicht, dass wir da solche Backstein bzw. Ziegelstein. Und das war's wieder mal. Zum Gott. Es ist. Nee. Bin ich zu schnell gelaufen oder was? Das ist der Armbrutzvogel, Herr Dorf. Gut. Ja, das liegt nicht an meinem schlechten Rechner. Das ist das Spiel. Perfekt geparkt. Das liegt wahrscheinlich an Böhnchens Frisur. Da muss ich vielleicht. Ist das der Grund hier für die Fatal Errors, ne? Ja, was wollen wir jetzt hier mit dem Kran? Warum steht der Kran hier? Da. Ausstelle.
Ich sag mal so, wenn es die Entwickler wüssten, woran es liegt, könnten sie es ja sagen. Ne? Da könnten wir dann dieses Problem vermeiden. Guck mal, da haben wir doch schon alles, was wir brauchen. Da haben wir hier schon wieder Bricks. 1, 2, 3. 4, 5. Na, jetzt können wir, glaube ich, noch keine machen, oder? Nee, wir brauchen noch mindestens einen. Kick. Jetzt haben wir 6 rausgeholt und jetzt können wir einmal Bricks machen. Also früher war das, also entweder kommt es mir so vor, aber früher war es wirklich schwieriger, an diese ganzen Materialien zu kommen, wenn du aufrüsten wolltest. Aber mittlerweile, wenn man weiß, wo man suchen muss, gerade hier, ja, du musst halt später 3, 4, 5, du musst halt später 6 brauchen wir ja, stimmt ja. Ja, sehr viel Material ran schaffen. Vielleicht finden wir hier, ach, guck dir das an hier, die Werkzeugkisten, hä? Ja, ich meine, es macht ja auch Sinn, die Werkzeugkisten. Halt, Gott. Ja, das nehmen wir jetzt. Das nehme ich nur. Das nehme ich nur locker mit. Ja, mich frustriert es halt derzeit mit dem Scheiß abstürzen, aber ich denke mal, da bin ich ja auch nicht alleine. Aber. Ja, wenn das halt so unberechenbar ist, ne? Ich kann mich erinnern, bei Skyrim, da gibt es eine ganz bestimmte Stelle. Wenn du da langläufst, hast du immer einen Absturz. Das wurde auch nie gefixt oder sowas. Das war richtig übel. Ja, ich bin dann immer großzügig drum rumgelatscht. Aber das haben die auch bis heute nicht gefixt. Warum auch? Ja. Gibt ja Modder, die sowas machen. So. Ja gut, die einzelnen Dinger können wir jetzt auch mitnehmen. Schrott haben wir jetzt ein bisschen. Ich traue mich schon gar nicht mehr an die Karre einzusteigen. Wenn du rausfliegst während der Fahrt, kann das schon ziemlich übel sein. Aber naja, was soll's, ne? Es wird dunkel und bevor alles duster ist, will ich noch einiges schaffen. Ich denke mal, Baumaterialien haben wir jetzt genug. Was wir vielleicht noch brauchen könnten, wäre so Empty Bag. So einen leeren Sack. Aber warte mal. Da könnten wir unter Umständen Glück haben. Ich gucke noch mal im Baumarkt nach. Ne? Manchmal liegt da so ein Ding rum. Ansonsten, glaube ich, brauchen wir ein paar Stofffetzen. Da kann man sich die auch selber machen. Weil ich habe jetzt zwar noch ein bisschen Sand zu Hause. Aber ich weiß nicht. Ne? Lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Das ist echt performancemäßig, ist das heute mal wieder richtig übel. Also früher wäre ich ausgetickt. Aber mittlerweile schüttel ich einfach nur noch den Kopf und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar noch schlimmer ist. Macht einfach keinen Spaß, ne? Und wenn du sowas als Let's Player hast, so ein Game, was alle paar Minuten abstürzt, dann überlegst du dir dann auch schon ganz hart, ob du nicht wirklich Pause mit dem Ding machst. Ich habe vorhin gespielt, 2, 3 Stunden am Stück. You serious? Tut mir leid, Böhnchen, ich kann nicht dafür, das liegt an diesem stümperhaften Hotfix. Oder der Bug, dass die Bude nochmal angeht. Oh mein Gott, ey. Du kommst nicht dazu, ein Wort zu sagen oder einen Satz zu beenden, weil sofort wird ein anderer Fick hier passiert. Also, ohne uns gefixt haben. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, jetzt hat sich die Kamera auch noch weggefickt, Alter. Leck mich am Arsch! Wenn ihr keine Technik mehr herstellen könnt, ihr Penner, da verpisst euch in die fucking Höhle! Nein. Guten Abend.
Fatal Error. The Unreal Engine 4 Scum Game. So, ich überprüfe jetzt mal die Integrität der Dateien. Obwohl ja eigentlich, ich habe ja auch nichts verändert oder sowas. Ich bin heute im Eskalationsmodus. Ich habe keine Cola mehr. Bin unterzuckert. Die Läden haben zu. Ich habe keinen Käse mehr für die Nudeln gehabt. Ich müsste da hier diese billige Fertigsoße dazu fressen. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Das liegt bestimmt daran, dass im letzten Video lootmäßig wurde ich ja richtig beschenkt, ne? Das ist die Strafe jetzt dafür. Jetzt hat die Lootfee, hat die mich so richtig mit ihren Klauen an den Eiern gepackt. Das ist alles nur Placebo, was Windows hier reinklatscht. Schnell weg, ihr Auto und so. DirectX 12 und so. Leile ich das auch an der Knoche, die ich mitgenommen habe, weil die Knoche ja pauschal verpackt ist, hä? Weil wenn du schnell mit der rennst, ja, da greift der wieder durch die Knoche durch. Kann natürlich Sinn, hä? Dass wenn du mit bestimmten Waffen rumläufst oder so, dass die Dinger dafür verantwortlich sind, ne? Bin vielleicht noch ganz großen Sache auf der Spur. Wir werden das mal im Auge behalten, weil vorher ging es auch, da hatte ich die Knifte nicht dabei, die habe ich ja im letzten Video herausgeholt. Wahrscheinlich ist es mir auch nicht vergönnt, irgendwie mal mit Sturmgewehren rumzurennen. Immer bloß mit der UMP und hier anderen Maschinenpistolen, das ist dann das höchste der Gefühle. Oder mal eine AS-Wahl. Ja, warum ich da wieder sehe schon. Was suchst du jetzt überhaupt? Siehst du, ich bin schon ganz raus aus dem Konzept. Angelrolle. Schnellfuck ein, bevor... Oh. Aber jetzt habe ich ja auf DirectX 12 mal umgeswitcht. Noch sind wir da. Ja, jetzt haben wir wieder den nächsten Bug. Nämlich das Fahrzeug, den Count hat. Das ist wieder ein gebrauchter Tag, ne? Also du hast hier echt manchmal Tage, da funktioniert das super. Und dann hast du Tage, wie heute, da wirst du richtig gefickt. Da fickt dich das Spiel. Permanent. So, jetzt irgendwie mit unserem Elektromobil, oder was das so jetzt ist. Hause zu kommen. Wir auch denn ja noch die Bricks. Holzenhammer. Schab. Dann müssen wir noch eins von den Dingern rauslegen und eins von denen. Ja, Zement im Regen liegen lassen. Beste Idee ever. So. Ja, Hammer. Ein Bretter brauchen wir auch noch. Gut, aber wir entbinden erstmal das Ding. Wieso krieg ich denn das Seil eigentlich dann nicht wieder, womit ich das verbunden habe, hä? So, jetzt brauchen wir natürlich noch Holz. So, dann machen wir hier unser Baulichtlein an. Einschalten. Kenn ich nicht. Hab ich nämlich schon mal so ein Ding gemacht. So, dann brauchen wir Baum. So, hier schnurrt immer noch unser Generator rum. Da muss ich immer gucken, ob da wie viel Sprit wir da noch drin haben. Ja, im letzten Video hast du rumgejammert, dass der warm ist, jetzt ist der kalt. Du bist halt das Böhnchen. Immer was zu meckern hier. So, ich bin gespannt, was wir. Falls. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch einmal dann aufwerten kann. Mal schauen. Und Arbeit, ne, vom Arbeiten wird es einem ja wieder warm. Deswegen habe ich ja auch im letzten Jahr. Brauchte ich nur 1 Euro bezahlen. Für die Heizung. Und wir haben sowas ähnliches wie Beton. Oh, was ist das jetzt hier? Igel? Beton? Jo. Ja, läuft doch. Können wir das noch weiter aufrüsten? Können wir. Schnaps! Wozu brauchen wir Schnaps? Oder eine Dose oder was? Ach, jetzt haben wir doch nicht genug Schrott. Was wir da noch haben? Sand, Flaschen, dann brauchen wir wieder Zement, Kies und Sand. 20 Einheiten Sand. Ja, ich sag doch Sand, da brauchen wir wieder mehr davon. Sand? Nee, halt. Ja doch. So. Hä? 0 von 20? Warte mal, müsste der denn nicht leer sein? 0 von 20, Sandsack. Sehe ich nicht.
Warte mal, wenn ich das jetzt heraushole, kann ich da jetzt neuen Sand reinmachen oder was ist das? Improvisiertes Glasmesser? Halbpfeilspitzen? Prüfe? Leer. Reparieren. Uncraft. Okay. Kapier ich nicht ganz, so ganz. Wir haben ja hier die Schaufel, ne? So, und jetzt ist der Uncraft. Ist doch leer. So, jetzt haben wir wieder leere Tasche. Craft Sandsack, okay. Keine Ahnung, wo der sich den Sand herholt. Aber offenbar brauchen wir bloß E-Sack. Also den kann man immer wieder verwenden. So, macht alles gar keinen Sinn. Aber gut, somit haben wir eigentlich einen unendlichen Sandsack. Ich meine, wo willst du Sand herkriegen, ne? Vorne auf der Baustelle dieses Häufchen mit dem weißen Gelumpe, ne? Da würde ich sagen, ja, das ist ja Sand. Wird ja Sinn machen, aber hier. Sand out of nowhere. Aber gut, dann ist das so. Das haben sie vielleicht auch noch nicht richtig implementiert, ne? Aber es kommt bestimmt auch noch. So, dann haben wir hier ein 6er Zement. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Kies. Und dann sind wir doch fast fertig, ne? Brauchen noch mehr Kies. Wir brauchen nicht Kies, wir brauchen alle Kies. Da. Ich glaube, da hätten wir noch mehr holen müssen. Und das wissen wir ja vorher nicht. So. Eine Panzertreform. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt, das müsste schon die maximale Aufrüstung sein, ne? Stahlbeton oder sowas. Ne, Stahlbeton ist es nicht. Ich würde ja auch gerne mal so eine Wand probieren. Aber wer weiß, ne? Machen wir mal eine Wand? Oder die Türe? Wie weit kriegt man die hoch? Admin Schlösser entfernen. Gut, fünfe. Fünfmal Schrott. Auf Metall. Genau. Ja, jetzt kann ich das aber nicht noch höher machen. Das ist ja schon. Ist das das Höchste? Oder. Guck mal, ich habe doch. Baufertigkeit ist bei mir Könner. Aber irgendwie, ja, eine Steintür wäre ein bisschen doof. Das macht ja schon Sinn. Aber Metall ist ja hässlich. Aber hier müsste es doch Ziegel und so einen Scheiß geben, ne? Ich würde da gerne mal so ein schönes Ziegeldach machen, aber dazu ist meine Bude zu breit. Haben wir da sechsmal, haben wir sechsmal Schrott noch? 1, 2, 3, 4. Ja. Dann packe ich jetzt erstmal mein ganzes Gerümpel wieder ins Auto. Dann werde ich das beim nächsten Mal machen. Wirklich, wenn ich so ein schönes Häuschen hätte mit so einem schönen roten Dach da. Aber das funktioniert leider nicht, ne? Nicht so, wie ich das gebaut habe. Da ist die Statik voll im Arsch. Also ich könnte schon so ein Fake-Dach hinmachen. Aber eigentlich wollte ich ja hier so ein richtiges Dachgeschoss haben. Ich könnte natürlich noch ein Geschoss drauf machen, was sich halt ein Stück weit verjüngt, ne? So ein bisschen wie hier. Dass sich das halt weiter verjüngt. Da könnte ich jetzt hier zum Beispiel noch eine Treppe nach oben machen, sodass das hier alles ist. Ne? So dass ich dann dort oben ein ordentliches Dach hinmachen könnte, ne? Ich wollte eigentlich nicht so ein großes Häuschen haben, ne? Mir reicht da eigentlich ein kleines. Ich bräuchte eigentlich noch nicht mal so eins hier, so großes. Bin jetzt auch nicht so der extrem einfallsreiche Typ, der hier voll die Ideen hat. Ne? Ich bin halt immer so eher einfach gestrickt. Ne? Einfach hier eine kleine Veranda und eine Bank und einen Tisch und einfach dann wie so ein alter Sack abends da sitzen und dann hier, geht vom Rasen, ihr scheiß Kinder! Ja, das bin ich. Das bin ich. Und alles andere ist jemand anderes. Läuft. Ja, früher hat es mich irgendwie auch genervt, wenn ich da, also wo das modulare Base-Building noch nicht da war, sondern diese vorgefertigten Häuser. Und die waren halt einfach. Nee. Nee. Einfach nur nee. Du konntest dich da ja nicht frei entfalten. Und. Ich denke mal, das ist auch damals schon aus der Zeit gefallen.
Ne? Wenn du so ein Survival-Game hast, dass du da vorgefertigte Buden hast. Ne? Also damals haben ja schon fast alle Survival-Games ja freie Bauelemente gehabt. Da ist auch Scum ziemlich weit hinterher gewesen. Zum Glück haben sie aufgeholt. Aber es ist halt hier eben noch einiges, ja, noch, was noch nicht so richtig gut funktioniert. Zum Beispiel kann ich ja immer noch das Flugzeugtor nicht dran machen. Ich weiß nicht warum. Ja, keine Ahnung. Alles andere funktioniert, aber ja, irgendwas ist ja immer. Wenn ich jetzt den Char lösche und fange nochmal komplett neu an, kann ich wahrscheinlich ein Flugzeug, eine Flugzeugtüre hinmachen, aber dann meckert er wahrscheinlich wieder rum, dass ich wieder keine zweite Tür hinmachen kann oder sowas oder kein neues Fundament setzen kann. So, in dem Sinne, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Fatal Error und so. Willkommen zu Scum. Ach so, ja. Ich hatte das ja hier zusammen. Ich habe ein paar Stunden geschlafen. Es war zu viel. Ich habe, nee. Also ich verstehe natürlich die Entwickler, die sind ja selber angepisst derzeit, dass es halt so viele Fehler gibt und Bugs und hast du nicht gesehen. Ich verstehe die auch. Aber mich regt's trotzdem auf, wenn hier was nicht funktioniert. Und ja, das gehört halt mit dazu, ne? Dass man, wenn man halt mit Leidenschaft mit dabei ist, gehört das auch mal mit dazu, dass man mal sagt, ah, scheiße, warum funktioniert das nicht und sowas, ne? Und dass man da auch mal, ja, ich sag mal so, Gaming ist nicht unbedingt was für Leute, die, ja, auf Kuschelkurs sind. Gibt zwar auch solche Spiele, aber das ist ja, ja nicht der Fall. Und ja, deswegen bin ich da dezent emotional. Aber ich sag mal so, wenn es mich überhaupt nicht mehr jucken würde, ich glaube, da wäre das. Ja, dann wäre das halt nicht mehr so mein Ding. Ja? Und ich mag es dann halt doch lieber emotional. Und das gehört auch mit dazu. So. Ja. Ich habe ja in der letzten Folge das Ding hier fertig und dann wollte ich mal probieren, zu schauen, wie das hier an dieser Wand aussieht, wenn ich das hochrüste. Uns fehlen jetzt hier noch zwei Ziegel. Und ich wollte sowieso mal nochmal nach Samobor. Dazu nehmen wir hier unser Bumsmobil. Farblich natürlich. Als ob ein Einhorn drauf geschissen hätte, aber was soll's, ne? Ich muss auch mal die Leica wieder bewegen. Und unsere paar Sachen, die passen da ja sowieso noch rein. Außerdem muss ich tanken. Das machen wir auf dem Rückweg. Und ja, ich habe extra die AK, die ich in der letzten Folge gefunden habe. Die habe ich natürlich jetzt gleich am Start. Und wir werden sehen, wie die sich so macht. Das wird dann auch so ein bisschen der Test sein für die nächsten Folgen. Ich hätte gerne die AK natürlich behalten. Also bitte nicht sterben, Böhnchen. Tu mir den Gefallen. Und ich hoffe ja, dass diese Woche irgendwie noch ein Hotfix kommt. Damit ich ja endlich mal die Flugzeugtüre zukriege hier. Also vielleicht habt ihr ja einen Tipp, wie ich das fixen kann. Also, hier liegen doch aber auch Ziegel rum. Hä? Kann man die aufnehmen? Liegen überall Ziegel rum. Alter, verpiss dich von meiner Karre. Aber, was ist hier? Guck hier, wie er hochspringt, der kleine Seppel. Oh!
Menschen. An jedem Spot. Wer sich noch dran erinnert, früher waren die Buden ja offen. Bin ich hochgegangen. Hi, Schnulli. Willst du zuhören, wenn der Onkel was erzählt, hä? Ja. Und da wollte ich eigentlich die Puppis hier reinlocken, ne? Bin reingegangen, hab da eine Mine im Hausflur gelegt und bin dann hochgegangen und hab geschossen und dachte, die Puppen kommen rein. Ja, sind sie. Aber die haben die Mine nicht ausgelöst. Nee, hier war das, genau. Da hab ich mir hier sogar noch, weil das hier nicht zuging, hab ich hier sogar noch was hingebaut, damit die Puppen nicht durch können. Jetzt kommst du ja gar nicht mehr rein. Und dann bin ich vom Dach gefallen. Ach du Scheiße. Ja, da bin ich dann noch rumgekrochen, wie ein Depp. Dann hab ich die Pistole gesucht, wer die fallen gelassen hat. Ach, war das grauenhaft. So, hier, guck mal, hier sind überall diese Bricks. Stimmt nicht, dass wir da 6 raus... Insel nennen. Guck dir das an! Hier sind mindestens 100 von diesen Ziegeln. Hey, ich kann bloß einen öffnen. Was ist denn das für ein Käse? Nö, das sehe ich nicht ein. Die ganzen Buben. Mal gucken, wie sie angeschwuppt kommen. Fällt mir gleich alles aus dem Gesicht, wollte ich gerade sagen, aber nee. Naja, nun hängst du fest durch dein Rumgeschwuppe. Ach, gucke dir das an, hä? Mary Poppins verarme. Täglich schon früh kommt die Vögelfrau und so. Die uralte Vogelfrau kommt. Füttert die fetten Tauben, damit sie auf euren Kopf scheißen. Nur 2 Penny und so. Na. Ach ja, mal schön. Ich glaube, eine Baustelle wäre echt besser, hä? Aber! Ach nee. Das war zu früh. Ah, warte, wir sagen schon noch, aber. Ja, guck dir das an, was die Fenster da oben wieder machen. Oh, das Gefühl, das jetzt. Aua! Ist doch, die rennt an mir vorbei. Und jetzt kommt dieses Hordengeschrei gar nicht mehr, hä? Morgens 9:30 in Samobor. Die Frisur sitzt. Denn wir haben nachts in Knobbers geschlafen. Wir sind eingeschlafen. Beim Knobbers fressen. Deswegen sitzt die Frisur. Aber mehr auch nicht. Die Frisur bleibt. Ja, die ist gekommen und zu bleiben und so. Wo ist denn mein Auto dort? Ach, wann kommt der Fatal Error da ein erlöst? Mein Gott, was ist denn hier Phase? Ach, der ist aber weit weg gelaufen. Nein, Herr Officer, ich hab nicht falsch geparkt. Ich hab nur umgeschichtet. Ach du Scheiße. Darf ich jetzt mal einsteigen? Die Politessen, hä? Was erlauben Politessen? Ach, Bähnchen. Na, geht doch. Warum muss ich immer erst meckern? Die uralte Vogelfrau kommt. Wir wollen dort hinter zum Kran. Und dann vielleicht mal zur Sporthalle, hä? Was denkst du, warum ich die fetten Magazine mitgenommen habe? Stimmt nicht, weil ich mir hier in den geschlossenen Buden der Eier kraulen und schaukeln will. Ach, Bönsch, was machst denn du wieder? Eigentlich, das Auto passt ja eigentlich zu Bönsch, ne? Mr. Bean hat ja auch hier so eine kleine Schwuppe gefahren. Sanfte Grüße und so. Ist denn jetzt der Kran da hinten oder was? Halt doch mal an, Bona. Müssen mich doch mal orientieren. Wir haben keine Frau, die uns sagt, wo wir lang müssen. Komm ich jetzt dort hoch? Was sind denn hier was für Deppen? Ja, bei Mauern sieht das dann anders aus. Scheiße. Herr Bönsch, wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Ach, da, oder? Ach, wir folgen jetzt einfach dem Wand. Dem Wand, ne? Ja, das dachte ich mir schon, ne? Jetzt geht das bis dahinter, oder was? Ja! Gestartet werden. Leider gab es ein Problem beim Starten deines Spiels. Bitte hilf uns, indem du dieses Problem meldest. Oh. Fehlercode 30.005. Das kenne ich schon von Start-Zitzen. 30k. Create file failed.
Ja, das sollst du nicht kreieren. Aber so wie mir geht es wahrscheinlich auch Leuten, die Ahnung davon haben, nämlich den Programmierern, dass die ja erst mal suchen müssen, woran liegt dieser ganze Bums, ne? Ja, das kann jetzt so sein. Also, wenn das jetzt auch wirklich so ist, dass es halt an der Unspielbarkeit ist, und das ist es ja, derzeit durch die ganzen Fatal Errors und so, werden wir wohl eine Scam-Pause einlegen müssen, ne? Das ist derzeit irgendwie so broken. Also das Einzige, was mir da jetzt noch einfällt, ist einfach, also Datenverify über Steam habe ich ja schon gemacht. Aber das ist einfach, es ist einfach derzeit mega broken. Ist es immer noch nicht? Wie kommen wir jetzt zu dem? Ich meine, das können auch ganz simple Sachen sein. Ein Soundfile, was irgendwie in der Zeile verrutscht ist. Ein simples Soundfile. Weißt du? 35 Kilobit groß. Weißt du? Das kann für Fatal Error verantwortlich sein. Nicht! Ha! Hubi ist aufs Maul gefallen. Danke. Advantage Böhnchen. So. Baustelle. Weil ich das ja im letzten Teil auch, also vorhin, der Sand, ne? Wenn du jetzt eine leere Tasche hast, brauchst du eigentlich ja nur eine Schaufel und dann kannst du aus dem Nichts heraus den Sack mit Sand füllen. Was ja Quatsch ist. Ja, du kannst auf dem Meer im Boot sitzen oder stehen in dem Fall und dann kannst du auf einmal tonnenweise Sand von irgendwo her schöpfen. Und ich denke mal, noch geht das ja, aber ich denke mal, die werden das später so machen, dass du hier diese Häufchen, dass du nur dort deinen Sand in diese Säcke reinfüllen kannst. Hört auf meine Worte. Noch kannst du den Sand überall abschöpfen, aber ich kann mir vorstellen, dass du das halt in Zukunft halt über diese Sandhäufchen hier holen musst. Es wird doch Sinn machen. Ja, auf jeden Fall logisch. Ja? Ja, natürlich auch noch geiler, wenn du auch diese Zementmischmaschinen benutzen könntest. So. Wo ist denn das Auto hin? Das könnten wir doch eigentlich schon auf der Baustelle fahren hier. Mini, eh gut. Jo, Winnie, wir machen Schluss für heute. Wir gehen zu den Maurers. Die geben einen aus. Ach so. Ich hatte ja noch was vor. So, der Meister kommt. Den Erfolg an seinem Unternehmen erkennt man daran, was der Meister für ein Auto fährt. Ja, Meister geben sich immer große Mühe, zu zeigen, ich bin erfolgreich. Ne? Mein Papa, der hat immer Uhren. Ne? Uhren waren so sein Statussymbol. Ne? Ja, guten Tag. Ja, das war, ne? Moment. Und natürlich erkennt man einen guten Chef auch daran, wie er seine Untergebenen füttert. Ne? Das erkennt man ja daran, ne, ob das Qualitätsfutter ist, ne, oder ob es halt nur Billigbier ist. Also ich beneide ja jeden, der auf dem Bau arbeitet. Also jetzt mal Spaß beiseite. Ich beneide wirklich jeden, der auf dem Bau arbeitet. Das ist ja auch wirklich ein Knochenjob. Und ich habe da auch einen riesen Respekt dafür, davor, dass diese Leute dann teilweise auch bei Wind und Wetter arbeiten und auf diesen Gerüsten rumeiern und hast du nicht gesehen. Also ja, das ist schon eine Leistung. Das muss man einfach so sagen, ne? Also ich mag auch dieses Kernige, dieses Ehrliche, ne, was diese generell so Handwerk und so, diese Leute sind einfach viel geradliniger, ja, und nicht so hinterfotzig, ne, und nach hinten und hintenrum, ne. Kommen sie dann früh so auf Arbeit, ne, zum Bau und Peter, wie siehst denn du aus hier? Siehst du aus wie ausgekotzt? Hier, ein Bierchen. Mensch, zieh nicht so auf Lunch.
Setz hin und erzähle mal, was du für Probleme hast. Und da werden der BEM ausgepackt und da wird erstmal gefrühstückt, ne? Da wird erstmal so, der soziale Zusammenhalt ist da immer ganz wichtig, ne? Ja, das ist schon so eine Riege für sich, kann man sagen, ne? So eine eigene kleine Welt für sich. Aber ich sehe das dann halt auch immer, die Leute auf dem Bau, die haben ja auch Spaß dran, ne? Und das ist ja auch wichtig, ne? Dass du auch Spaß an deiner Arbeit hast, dann machst du auch gut. Ja, du musst da halt schon auch Leidenschaft mit reinbringen. Wo kommt ihr die jetzt alle her? Ach du Scheiße! Mensch, du! Du Scheiße! Du Scheiße! Nein! 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 Och, wir haben sie noch mehr! Scheiße, was ist denn hier Phase? Einfach hier wild rum. Ja, was soll's? Mein Arsch, nee, mein Auto. Das ist ein Arsch. Hier, das Baller hier, mein Auto kaputt. What the fuck? Was macht denn hier für eine komische Hündchenstellung? Das ist schon fast ins Pudelige. Alter, was geht denn hier ab? Die haben vielleicht gedacht, der Chef kommt an, mit einem Frühstücksbier. Aber scheißchen, der Chef hat gar nichts bei sich. So, jetzt haben wir wieder kein Seil, oder? Das ist im anderen Auto. Ich hab doch zuletzt einen Rager gehabt. Na gut, das macht nichts. Wir haben hier was zum, halt, die Neune. Wo ist denn mein Messer hin? Ich hatte doch das Messerding. Hatte ich das nicht wieso ist denn das nicht auf der Neune, Böhnchen? Magst du das Messer nicht? Du Fisch. So, wir kneten uns mal schön ein Seil. Ich finde die Funktion, ja, currently craftable, das finde ich eine richtig geile Funktion, ne, dass du halt siehst, was du halt hier in der Umgebung mit dem Zeug, was hier rumliegt, alles machen kannst. Ne? Das ist ja auch gerade für Einsteiger eine ganz gute Geschichte. Ne? Weil ich lese das auch immer wieder, dass gerade Einsteiger immer sehr überfordert sind mit dem Item-System. Ich muss auch selber oft gucken, wenn ich irgendwas craften will, muss ich jetzt ins Base-Building-Menü, muss ich jetzt bei die Gegenstände gucken und so weiter, ne? Also das kann schon sehr verwirrend sein, aber ich glaube, die arbeiten auch gerade daran, das alles ein bisschen einfacher zu gestalten. So, jetzt haben wir hier wieder unsere Bündel Ziegelsteine, die machen wir mal. Da gehen wir mal hier auf Autocraft. Und dann müssen da jetzt eigentlich so viele Bricks zusammenbinden, wie halt Seil und Bricks da sind. Ja, da fehlt wieder... Nee, müssen noch einer klappen. Zwei Stück Seil braucht der für ein Paket. Wenn der in beide Hände was nehmen könnte, ne? Aber er kann halt nur in eine Hand diese Bricks nehmen, ne? Er hat dann noch eine Hand frei. Das müsste ich vielleicht mal in den Vorschlägen reinmachen, ne? Guck dir das arme Böhnchen an, musst du kotzen? Nee, hä? Dich müssen wir immer wieder baden hier, du stinkst schon. So, Bricks haben wir jetzt. So, was brauchen wir noch? Auf jeden Fall Zement noch, ne? Oh, guck mal, in der Leica ist auch noch ein bisschen Platz. Hauptsache, wir stürzen hier nicht wieder ab. Wir nehmen noch eh mal... Ja, das sind 16. Ich gucke mal, ob wir irgendwie noch einen Sack finden, wo ein bisschen mehr drin ist. Ich kann mich gar nicht mal so schnell zu löfen. Das bringt ja irgendwie nicht langsam zu löfen. Wir stürzen ja trotzdem ab. Ach, gucke hier. Naja, gut, die sind ja plus 17. Komm, jetzt nehmen wir das einfach. So. Jetzt passt im Rucksack, passt da noch so ein Sack Zement rein. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ups. 14 Kilo wiegt der. Na, ich glaube, das wird nicht. Da müssen wir da umwursteln. Ich will Pilze. Mal gucken, Böhnchen. Mal gucken, was wir kredenzen können. Wo ist denn jetzt der Zement hin? Das Böhnchen hat mich verarscht. Er verarscht mich. Und dafür willst du auch noch Pizza haben. Ja. Jetzt reicht's. Ja, willst du noch einen Sack tragen? Komm. Ja, solche Tage müssen auch mal sein, ne? Dass man auch mal so, ne? Man hat ein Ziel. Ich weiß halt nur nicht, wie das dann später ist.
Wenn du hier halt auch Quests reinkriegst und sowas. Ich weiß nicht, ob Scum dann noch dasselbe Spiel ist. Weil vielleicht hab. Also ich komme auch ohne Quests klar, ne? Also das ganze Spiel hat ja keine Quests, ne? Man macht sich ja die Abenteuer ja selbst, ne? Was ich ja gar nicht mal so schlecht finde, ne? Also Opener geht ja die World dann schon gar nicht mehr, ne? Du hast ja hier wirklich die Freiheit, alles zu tun, was das Spiel an Möglichkeiten bietet. Keine Spielmechanik, die hier vorhanden ist, schränkt dich da in irgendeiner Weise ein. Kein Questgeber sagt dir hier, das darfst du nicht, das kannst du nicht. Ja, wir haben ja schon ordentlich. Ich hatte das auch mal, diesen Fatal Error, wenn ich beim Gamepad, beim Auto die Handbremse benutzt habe, da kam jedes Mal ein Fatal Error. Also das, die Gründe für die Fatal Error-Scheiße, die kann wirklich mannigfaltig sein. Die Gründe für dein Fahrverhalten auch, Bähnchen. Gücke doch, da, nächste Baustelle, ich bin Hohlkörper. Jetzt haben wir Dreier. Wenn wir jetzt hier noch Dreier rausholen. Aber wir können jetzt keine kneten, hä? Jo. Sechse brauchen wir. Naja, brauchen wir jetzt noch einen. Ich bin ganz ehrlich, vorher habe ich meine Boot nie aufgerüstet, weil es einfach nicht nötig war. Aber wenn das jetzt wirklich so dann später kommt, dass da noch NPCs ankommen und dich abfacken können, die haben das nicht umsonst reingemacht, dass die Puppies jetzt auch innerhalb deiner Safe Zone spawnen können. Das wird später sicherlich noch eine Rolle spielen, dass dann auch bewaffnete NPCs ankommen können. Ne? Tech One und sowas. Also, ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass dann halt auch deine Base von NPCs überfallen wird. Halte ich sehr gut für möglich. Und die machen das jetzt nicht nur rein, um hier mal ein paar Puppen zu spawnen. Ne? Das Horde-System wird dann später ja auch mit den Tech-One-Dudes verbunden sein. Wie die jetzt zum Beispiel auch mit den Tieren. Ja? Ich finde, das haben sie eigentlich schon ganz gut gemacht. Ja? Du hast halt in der Wildnis wird das Horde-System von Puppen halt auf Tiere umgestellt. Du kannst zwar immer noch auf Puppen stoßen in der Wildnis, aber hauptsächlich halt Tiere. Das ist noch nicht gebalanced, man merkt es auch. Generell das Puppen- und Horde-System wird ja derzeit überarbeitet, man merkt es leider sehr krass. Aber es ist notwendig und ich bin auch froh drüber, dass sie es machen. Wie gesagt, auch wenn ich mich natürlich auch entsprechend aufrege über die Fatal Error-Scheiße, das sei mir gegönnt. Weil ich mag Scum, ich spiele Scum sehr gerne und wie gesagt, also wenn mir das Spiel scheißegal wäre, würde ich mich auch nicht so aufregen. Ja, ich mag das Spiel, ich mag auch die Entwickler, ich mag auch, dass sie mit uns Spielern kommunizieren. Ich finde es auch schön, dass sie uns mit einbeziehen in die Entwicklung. Die machen Umfragen, die interessieren sich auch wirklich dafür. Wir sind denen nicht scheißegal. Also das kann man den Entwicklern wirklich nicht vorwerfen. Dass es jetzt leider so läuft, wie es läuft, mag keiner. Das mögen weder wir Spieler noch die Entwickler. Die wollen auch, dass alles reibungslos läuft, aber es läuft nun mal nicht. So. Wir müssen in der Hinsicht den Entwicklern halt auch Zeit lassen. Ne? Die haben's, das ist ein kleines Studio und es gibt viel größere Studios, die viel beschisseneres Gameplay und viel beschissenere und instabilere Spiele als Vollpreistitel für 60, 70 Euro abgeliefert haben. In der Hinsicht, Scum ist im Early Access und in der Hinsicht muss man sagen, machen die eine super Arbeit. Ne? Es läuft nicht alles perfekt, ja. Und ich rege mich auch auf, ich bin da auch richtig pissig, aber jetzt nicht wirklich auf Gamepires oder irgendjemanden im Speziellen, sondern die Allgemeinsituation, die kotzt mich an. Ne? Und das gilt ja nicht nur für mich, das betrifft ja auch viele andere Spieler. Das hab ich auch noch nicht gesehen hier. Kann man die Baumstämme abluten? Das hab ich schon gar nicht gesehen. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hier sind. Tatsache. Kommt nie raus, Baumstämme? Tatsache!
Sag mal, wie viel passt denn in die Leica rein? Du passt nur noch mehr rein. Ah, ist der China-Laden. Ich bin ja doch nicht so dumm. Ja, und die Physik. Das ist das, was mich abfuckt. Jetzt habe ich's nachgedacht und jetzt bin ich drauf gekommen. Genau, die Physik. Ja, dass man hier nicht umfahren kann und so, also die Pupen, aber hier mal, ne? Dass man hier, was ist hier, das Geländer umfahren kann und sowas. Genau, das war das, was mich so abfuckt. Wollen wir mal ein paar Pupen anlocken? Ah, guck, da kommen die Puppen. Eine. Und jetzt holen sie ihre Freunde rein, ja. Was haben sie auch noch nicht schlecht, oder? Okay. Wie blöd die da stehen. Okay, hier war ein lautes Geräusch. Ja, was ist denn da los? Ja, was war denn das für ein Krach hier zum frühen Morgen? Ja, da gibt's ja gleich aufs Mal. Guck. Hallo, Puppies. Jetzt kommen sie. Oh, ich hab keine Ohrenstöpsel drin. Na, die lassen sich aber Zeit, hä? Oh, guck, da will ich gleich das Leben nehmen. Ich helfe mal ein bisschen. Ach, da lebt er noch. Jetzt ist er weg. Oh, das Vieh sah echt in Ohr, hä? Ja, die kommen nicht hoch, hä? Ja, Scheißchen! Die kommen nicht hoch. Ich weiß nicht, ob die genial sind manchmal, die Puppen. Oder ob das einfach bloß Zufall ist, hä? Du denkst, du bist sicher? Ja, Scheißchen. Die sind unberechenbar. Lebt er da unten noch? Nee, hä? Das ein Gammelpad. So, jetzt nach diesem krassen Absturz vorn, noch läuft's stabil, ne? Ich möchte es nicht beschreien. Ich weiß nicht, was das war. Aber irgendwie immer an den Außenbezirken habe ich so den Eindruck von der Stadt, ne? Wir arbeiten ja auch derzeit so an den Puppeneinstellungen wieder, ne? Dass wir mehr Möglichkeiten haben, die Puppen individuell einzustellen. Ich denke mal, das ist auch notwendig. Aber natürlich reicht es dann nicht, einfach nur Optionen hinzuklatschen, die für uns Spieler, sondern das ganze Gedöns muss ja auch kompatibel sein, beziehungsweise darf nicht dazu führen, dass du das komplette Spiel schrottest. Ne? Das muss auch schon alles eine gewisse Stabilität haben. Das wird wohl der Hauptbums sein, wo es halt so ein bisschen, ja, jetzt ruckelt das wieder und da bin ich beim letzten Mal sehr oft rausgeflogen, hier an der Brücke. So, da ist das Polizeirevier. Ja, hier könnte ich vielleicht die Karre abstellen, ne? So, jetzt gehen wir hier nochmal looten. Ich war noch gar nicht fertig, Lady Goo. Oh, jetzt kommen sie alle an. Aber habt ihr Schleifsteine? Nee, aber Holz. Ja, übel. Guck mal, der kriegt uns gar nicht mit. Kann man ja gleich mal changen. Was? Oh, fuck. Ui. Wir sind trocken. Die Horte kommt gar nicht mehr. Die kommt einfach so im... Ich baller immer in Richtung von meiner Karre. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Weil ich weiß, dass Böhnchen mit einer Brechstange anrichten kann. Sie sind da oben los. Was machst denn du? Da lebt er noch. Da kommt der nächste rausgetrippelt. Ja, jetzt holen sie die Horte. Als ob ich was dafür kann, dass ihr zu blöd seid, die Türen aufzurubbeln. Jetzt geht aber hier die Uschi ab. Ist alles chillig. Ach, das Ding hat ja gar keine Leiter, stimmt ja. Eine
Gassy Mask. Muss man ja kurz Munitionscheck machen. 31. Ja, mit so Trommelmagazin ist man schon ganz gut aufgehoben. Ordenmodus und so. Fällt mir ein, wir haben verbandstechnisch gar nicht mal so viel mit, ne? Und generell. Auch mumpelmäßig. Läuft das ziemlich wieder mal sparsam ab bei uns, aber eigentlich hatte ich auch bloß die Intention, was für meine Bude zu holen. Aber man sieht ja, wo wir wieder gelandet sind, ne? Das Böhnchen will halt wieder auf Tour gehen, ne? Ich weiß nicht, da ist wahrscheinlich wirklich ein bisschen mal so drauf, ne? Dass er manchmal ein bisschen aufs Maule braucht, ne? Ich weiß nicht, was er für eine Beziehung zu seinem Papa früher hatte. Vielleicht bin ich auch viel zu nett und nachgiebig, ne? Vielleicht sollte ich derjenige sein, der Böhnchen mal ein bisschen strenger rannimmt, ne? Das ist wie bei einer Beziehung, ne? Also, manche Frauen, die ich so früher mal kannte und so, ne? Die wollten halt, dass du halt ein bisschen strenger auftrittst, sag ich mal so, ne? Nicht von wegen hier, ja, Frauengleichberechtigung und so, nee, die wollten halt auch mal, dass du dich auch mal als Mann benimmst, ne? Du bist ja nicht in den Stimmbruch gekommen, um, ach, ist das ein schönes Täschchen, zu sagen, ne? Du bist ja in den Stimmbruch gekommen, um da auch mal deiner Dominanz Ausdruck zu verleihen. Das ist einfach so, ja, das ist halt so ganz tief in unserer Genetik drin, ne? Der Mann hat halt diese tiefe Stimme gekriegt, damit er halt wie so ein Brüllaffe sagen kann, meine Inge! Und wenn Männer Dominanz beweisen wollen, egal ob das im Stadion ist, in der Kneipe ist, ne, die schreien dann halt, ne. Das heißt ja nicht, dass du deine Frau ins Ohr plägen sollst. Ich will Liebe! Und die Quarkberup. Ich hab Männergrippe. Ja, Männer werden dann immer sehr weinerlich. Also ich nicht. Ich will meine Ruhe haben. Ich hab das immer gehasst. Ja, ich find's ja niedlich, ne, wenn die Freundin dann sagt, oh, peinlichen Kosenamen bitte hier einfügen. Ja, aber wenn die dann ihn wirklich so umsorgt haben, ne, es ist auf der einen Seite niedlich, aber ich kann damit nicht anfangen, ja. Also, ich bin seit meinem 17. Lebensjahr wohne ich alleine in meiner Bude. Und wenn ich krank bin, mache ich mir selber mein Hühnernudeleintopf warm, ja. Pack mir meine Katze auf die Seite, die eine auf die Seite, die andere auf die Seite und dann sehe ich zu, dass ich mich tone und gesund werde. Ja, ich brauche da dieses Shishi nicht. Und die meisten Frauen mögen das aber, ne? Die mögen halt dieses Umsorgen, ja. Auch wenn das natürlich die Vogue-Bubble überhaupt gar nicht leiden kann. Aber es ist nun mal so, dass viele Frauen das halt auch mögen, ja. Die mögen dieses Umsorgen und so. Und das ist bei denen genauso, oh schön, in der Genetik drinne, wie bei uns das Rumgebrülle. Obwohl Männer, die sehr still und leise sind, das sind meistens die Alpha-Männchen. Die schreien nicht, die drohen nicht. Denn wenn du nachts im Wald mit der Schippe bist und im Sack, da musst du schon leise sein und so. Wir tauschen. Also die roten Rucksäcke, die werden dir ja wirklich in jedem Airdrop hinterhergeschmissen. Ja. Ist sowieso nicht mein Ding. Will Pizza. Böhnchen, du kriegst dann deine Pizza. Wir gucken dann mal, wie das aussieht mit Pizza. Ob wir alle Zutaten haben. So. Ah, das war früher so geil gewesen. Du hast dich hier mit einem Snipergewehr auf die Lauer gelegt, ne? Entweder ist ein unvorsichtiger Spieler dort gewesen oder rausgeflüchtet wegen den Sprengpuppies und dann hast du den von hier aus so auf der Treppe weggesnipert. Oder halt Sprengpuppi selber, ne? Die latschen ja dann ja auch rum und die hast du dann auch ganz locker flockig weggerubbelt. So. Jetzt rubbeln wir hier rein. Kann man hier liegen? Eine Jeans? Na, die brauchen wir nicht. Obwohl, außer zum Zerschneiden. Oh, hier gucke ich ja 9mm Mumpeln. Im Nachtschränkchen. Hier, Blockmagazin.
Außer wenn du anfängst mit der frischen Char, weißt du? Da suchst du in solchen Buden rum und findest sowas hier. Und zwar in der Schleife. Ausschließlich. Weihnachtsgullern und den ganzen Bums. Ja, hier muss auch mal hier Hausflipper ran, ne? Hilft. So, ich würde sagen, zögern wir es nicht weiter hinaus, ne? Das ist sowieso nicht drin. Ja, die Rasierklinge brauchen wir im Augenblick überhaupt nicht. Die hat überhaupt gar nichts zu melden. Denn unsere Barthaare wachsen ja nicht weiter. Aber das soll später auch wieder reinkommen. Das ist aber derzeit überhaupt gar nicht in der Priority. Das Ding ist, so einfach zu switchen auf die Unreal Engine 5 funktioniert ja nicht. Weil da müssen grundsätzlich, das haben die auch so kommuniziert, dieses ganze Metabolismus-System, was die hier reingemacht haben, das hat ja mit der Unreal Engine überhaupt nichts zu tun. Das ist ja von Gamepires selber von Hand gefertigt, ne? Es ist auch noch nicht so hundertprozentig ausgebalanced. Aber das muss alles dann in die Unreal Engine 5 implementiert werden. Und das ist offenbar derzeit auch ein ganz großes Problem, dass das eben alles mit rein muss. Und das macht ja auch mit den Reiz aus, ne? Dass du halt auf dein Hüppchen hier auch gucken musst. Ne? Essen, Trinken, Mineralien, Verletzungen, Temperatur und so weiter. Und das kannst du einfach nicht so mit einem Fingerschnipsen so rein implementieren. Ich bin kein Programmierer, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, wie schwierig das sein muss, diese ganzen tiefen Mechaniken in eine Grafik- und Physik-Engine rein zu implementieren. Ja? Und da verstehe ich auch Gamepires, dass sie jetzt sagen, ja, wir müssen jetzt erst einmal alles implementieren, was wir reinbringen wollen. Danach können wir uns drum kümmern, weil wir müssten den ganzen Grundcode, den wir erarbeitet haben, den müssten wir alles komplett rüber machen. Und auf diesem Grundcode erst baut sich ja der ganze Content im Spiel auf. Ja, also was sie jetzt reinbringen, müssen die erstmal auf diese Engine rüber machen und nicht auf die andere. Ja, du brauchst ja zwei spielbare Versionen, die wir halt haben und dann später, wenn das umswitcht, auf die 5. Und das ist doppelte Arbeit und für so ein kleines Studio, ich weiß nicht, wie viele Leute da mitarbeiten inzwischen, 30, 40, keine Ahnung. Das ist einfach ein Haufen Arbeit und Aufwand und es ist natürlich auch mit enormen Kosten verbunden. So, jetzt. Hänger? Wo? Oh, fuck. Das war jetzt wahrscheinlich schon eine ganz blöde Idee. Oh, fuck. Irgendwie pass auf den Sprenger auf. Da hinten, glaube ich, kommt er. Boah. Oh! Das tut er. Ja, so ein schönes Griff. Mein Gott, Böhnchen! Ich hör gar nicht mehr auf! Die Kopieanzahl verdreifacht. Geil! Das Ding ist ja, früher waren wir es ja gewohnt, man ist in die Stadt reingekommen, oder generell in den Spot, und schwupps, man war es gewohnt, dass überall Puppen sind und die eben sofort angegriffen haben. So, jetzt hast du das aber so, dass halt nur an solchen Spots halt so viele Puppen sind. Wie zum Beispiel vorne draußen an der Polizeistation oder jetzt eben hier an dem Spot mit der Sporthalle. Das ist auch erstmal wieder eine Umgewöhnung, dass du halt auch manchmal Spots hast, dass du hier manchmal durch irgendein Wohnviertel durchläufst, wo einfach nichts ist. Ja? Das ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Nicht überall kommen die hordenweise auf dich zugerannt. Jetzt wird's aber wahrscheinlich wieder. Na, kommt da aus der Erde raus? Oder was war das hier? Ich glaube, ja. Das war ja, wo das Hordensystem reinkommt, war das richtig übel. Ich glaube, wir haben's. Aber nur ein Sprenger hier, ne? Gab's auch schon Spieldurchläufe, da waren ja 10 Sprenger. Ohne Quatsch.
Kannst du beweisen. Gibt ja Videos davon. Kaliber 3006er fürs AWP-Gewehr. Mit ein bisschen Glück finden wir ja eine Scar. Dream a little dream, nicht wahr, meine Häschen? Ach ja, habe ich ja auch wieder komplett vergessen. Was heißt vergessen? Ich bin ja hier wieder komplett reingeschmissen worden. Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich auch wieder ganz herzlich für eure Unterstützung bedanken. Für die Spenden, für die Abos und auch für die konstruktive Kritik, für die Kommis. Ist mir auch wirklich sehr wichtig, dass ich Feedback bekomme. Also ich merke schon, ich mag meine Community, die ich mittlerweile hier um mich geschart habe. Es freut mich auch, wenn ihr zufrieden seid, wenn ihr unterhalten seid. Das ist mir natürlich auch wichtig. In erster Linie spiele ich ja so, wie mir es Spaß macht, ne? Auch wenn ich da natürlich auch manchmal, sage mal, wenn ich da natürlich auch manchmal so ein paar Sprüche raushaue, die einige vielleicht falsch interpretieren, ne? Weil ich halt auch sehr sarkastisch bin, ne? Also bei mir muss man auch manchmal wirklich um drei Ecken rumdenken und manchmal erzähle ich Sachen, da braucht man eigentlich gar nicht denken, ne? Einfach nach dem Motto, ach, lassen quatschen. Ne? Das ist bei mir auch immer so ein gleitender Übergang. Keinen Kopf machen. Einfach macht's wie ich. Kopf ausschalten und einfach machen. Dann läuft das. Dann kann man sich den Stuss hier auch antun. Cracker. Oh, Candy Pop, da lassen wir die Finger davon böhnchen. Oh, hier, der Ladekreis, das ist gar nicht so gut. Aber hier Thunfischsalat, den kann man mitnehmen. Wir bräuchten mal was zu trinken. Sehe ich gerade. Also das war jetzt schon ein bisschen, ich will nicht sagen kritisch, aber das war schon überraschend, hä? Wo die Puppis auf einmal so... Hä? War schon... Guck an, wir haben was zu trinken. Die Lootfee, hä? Ich glaube, das macht die Lootfee extra. Ne? Weil sie weiß, ach, derzeit funktioniert das halt nicht so alles mit uns, ne? Die Beziehung ist angespannt. Scum, Lootfee und so, die Scumfee, die Lootfee, die Toffifee, die Waldfee, die fehlt. Das ist vielleicht so eine Art, dass die Lootfee sagt, komm, mein alter Feind, wir sitzen in derselben Leica. Ja? So, dann haben wir ja dort noch die Klinik, ne? Da würde ich wegen Verbandsmaterial gerne nochmal schnell reinillern. Böhnchen macht sich ja schon wirklich gut, ne? Was ich jetzt halt bloß Angst habe, ist, wenn ich jetzt wieder in die Karre einsteige und es gibt wieder Fatal Error. So. Dann hier. Ja, Seife. Ich muss unbedingt auch mal wieder meine Klamotten waschen. Oh, shit. Böhnchen. Oh, fuck! Ich dachte, das ist zu hoch für den. Das ist, nee. Nicht so viel gesoffen. Guck dir die dicken Arme an, hä? Da kann das Klo aus mit der Hand rausruppen. Bloß gut, dass er uns keine gezwiebelt hat, hä? Mach doch nicht gleich schwer. Die müssen doch hier auch schon rausgehupt sind, hä? Da müssen sie wieder reinkommen. Was sind das hier? Haferflocken? Haferbrei. Geh weg, ich bin behindert. Der haut einen Behinderten! Bähnchen! Was hast du für kleine Bähnchen? Oh nee. Komm hier, wehr dich. Oh, richtig Gusche. Muss das immer der Dicke sein? Komm Bähnchen. Man haut keine Behinderten. Du Mond. Jetzt hab ich ihn gegeben. Oh, jetzt hab ich schon aber hier den Brustpuffer weggehauen, hä? Aber mir macht das richtig Fun. Also es ist zwar immer noch weit weg von ideal, aber das Schlag. Oh shit. Ey, 2 gegen 1 ist unfair. Was denn das? Ja, das hast du davon. Dich mach Schnacks, blöde Kuh. Ja,
Noch eine Blöcke. Ach du Shit, da kommen noch mehr. Geh weg, Lunse. Komm, du gehst her. Da hinten sind sie. Die bringt ihre Freunde gleich mit dir. Oh! Oh, shit. Oh, fuck! Oh, fuck, 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 Bäschen! Oh, fuck! Das wird nicht mehr. Wir sind gleich tot. Wunderbar. Das war heftig. Das war so fuck. Das war ja heftig. Die Fotz. Boah. Selbst mit der Knarre, du kommst ja gar nicht dazu zu schießen. Weil du von jeder Ecke kriegst du vors Maul, hä? Ja, mit ein bisschen Glück landen wir jetzt ziemlich zentral. Da können wir unsere Sachen gleich wieder einsammeln. Das ist schön, ne? Dreimal so viel Puppies, aber ist okay. Ist okay. Das ist Lernkurve. Ich hab's geahnt, ne? Ich habe schon gesagt, ne? Das brauchen wir gleich hier, ne? So, Bronzestatus, Steinmesser. Eigentlich könnte ich jetzt zum Auto gehen und Ersatzsachen holen. Ne? Also wenigstens eine Pistole oder sowas. Damit ich hier den kleinen Perimeter schützen kann, wo ich verreckt bin, um schnell meine Sachen anzuziehen. Und das war's. Ja. Und das kann jetzt natürlich auch sein, dass meine Sachen jetzt komplett weg sind. Ausgerechnet die AK, ne? Also wenn, dann würde ich sagen, dann spawne ich mir einfach eine neue AK. Weil eigentlich dürfte sie nicht weg sein. Aber das ist halt immer so, ne? Ich bin mit dem Gewehr unterwegs und es ist weg. Oh, kommt die jetzt her? Nee, lass mich in Ruhe. Ja, das ist dein Baum und meine Alter. Nicht zu verbinden, ich hab gar nichts hier. Das ist doch hier die blöde Kuh von vorhin. Mein Gott. Bündchen war es immer kräftiger, hä? Ah, der hat ja bloß noch 44%. Bin ich denn da rumgelaufen? Ja, hier irgendwo. Nee, ich bin doch die Straße ein Stückchen runtergelaufen, hä? Hallo? Ja? Ja, hier. Da liegt noch irgendwas rum. Oh, shit. Meine Waffen. Oh, der Leiche ist weg, war ja klar. Neuen Rucksack gefunden, muss natürlich sofort weg sein alles, ne? Neue Rucksäcke. Ne, weg. Nur die roten darfst du noch tragen. Ach du Scheiße. Ich will meine Gelümpe haben. Und immer mehr. Oh, shit. Ja, nu? Du müsst ihr treffen, Bähnchen! Was wird denn das nun? Nimm's auf! Du Depp! Oh, das ist bloß einer. Oh, Alter, mit der Ausdauer, da fährt das ewig. Ja, du musst ihr treffen, Bähnchen. Shit. Ja, super. Alles weg. Aber naja, wie war das mit den Leichen, die nicht mehr verschwinden? Und dann fragst du dich auch irgendwann, warum gehst du überhaupt looten? Klingt da nicht. Ich meine, hier war es natürlich zufälligerweise wieder der Fatal Error, der dafür gesorgt hat, dass mein Char wahrscheinlich dann auch weg war. Aber das ist auch immer ein Kack-Timing. Gut. Spielabstürze sind generell ein Scheiß-Timing, davon abgesehen. Aber, dass dann nicht wenigstens mal ein Notsafe da ist, weißt du? Und
Jetzt sag ich, nee. Ist hier natürlich wieder nichts zum Verbinden, nur Scheiße hier drinnen. Warum ist überhaupt das Apothekenzeichen hier? Das weiß keiner. Da, endlich. Na bitte, hast doch gar nichts. Mein Gott, das Gemecker immer hier. Im Grunde ist, ja, der Rucksack ist weg. War ja klar. Ja, ist, wenn man stirbt, da generell weg. Und die Magazine sind weg, die Trommelmagazine. Die waren teuer. Die hab ich ja zum Teil auch gekauft. Die Mumpeln sind weg. Es ist immer so. Ob da nur fatale Error ist oder mal so stirbt, das spielt ja keine Rolle. Das Gelump ist weg. Das ist ja auch was, was auch die Spieler dann auch immer abfuckt, dass das Gelump halt weg ist. Und dass da halt auch kein Plan B ist, gerade bei so einem fatale Error Mist. Da ist auch noch sinnloser Stumpfsinn drin. Ich glaube, das passt System an, was du halt weiter trägst, ja? Also dann halt nur deine Bolzen. So. Bevor das ja weiter eskaliert und wieder abstürzt und hast du nicht gesehen, versuchen wir uns hier irgendwie aus der Stadt raus zu kuscheln. Das ist ja heute wieder ein Verlustgeschäft gewesen, ne? Aber gut, dafür kann Böhnchen nicht, dafür kann. Und ja auch noch eine scheiß Ziege. Ja, wir haben keine Ersatzklamotten und so weiter dabei, ne? Bis auf hier diese alberne Hippie-Hose. Die bringt uns ja nicht wirklich viel. Und da wir ja dann sowieso gleich nach Hause gehen, nehmen wir uns das gar nicht rein. So, jetzt versuche ich hier irgendwie nach Hause zu kommen. Ja, schade. Das ist schade. Eigentlich haben wir das alles souverän gemacht, bis zu dem Zeitpunkt, dass wir verreckt sind. Und dann der Fatal Error kam. Also der Fatal Error ärgert mich noch mehr als das Verrecken. Ne? Dass man hier verreckt, das gehört halt dazu. Jetzt kommen wir wieder nicht aus der fucking Stadt raus, ey. Also es ist wirklich, schon an der Grenze zur Unspielbarkeit. Easy Anti-Cheat Setup. Lässt sich auch gar nicht aktivieren oder sowas, ne? Was passiert, wenn ich jetzt das einfach, weil so einfach löschen kann ich es ja nicht. Wenn ich das jetzt einfach so mache und dann einfach mal in den Müll haue. So. Theoretischerweise müsste der, wenn ich das jetzt neu starte, müsste der jetzt Easy Anti-Cheat neu installieren. Ja, oder auch nicht. Also das Easy Anti-Cheat ist auch... Ja, dann installier's doch neu. Jetzt muss ich wahrscheinlich... Ah ja, ich weiß schon, was er will. Da müssen wir halt wieder mal Dateien auf Fehler überprüfen. Ah, das geht mir auf den Sack. Weißt du? Du öffnest 10-mal am Tag Steam oder irgendwas anderes und die systemische Windows kapiert's nicht. Auch beim 11. Mal nicht. Ja, das ist eine Datei, da kannst du vertrauen. Ne? Das jedes Mal diese Benutzerkontensteuerung. Ne? Ich habe jetzt das ganze Easy Anti-Cheat jetzt rausgehauen. Easy Anti-Cheat. Wartet auf das Spiel. Ja, da verzögere es doch nicht. Easy Anti-Cheat. Früher ging das ganz einfach. Spiel gedrückt, da lief das. Ne? Und dann Easy Anti-Cheat. Und Easy Anti-Cheat hatte auch schon oft für mehr Ärger gesorgt, als dass es Probleme gelöst hat. Es verhindert nicht, dass Cheater sich illegale Programme benutzen können. Ne? Und eigentlich ist das Ding komplett sinnlos. Also Easy Anti-Cheat, eins der überschätztesten Anti-Cheat-Programme überhaupt. Das hat doch einmal auch dafür gesorgt, dass die eigenen Admins von ihren eigenen Servern gebannt wurden, weil sie cheaten würden. Ne? Da ist wieder Schwuppe. Jetzt ist der Motor aus, wieder. Schön. Wo ist denn hier die fehlerhafte Sounddatei? Ach Gott, das ist so belastend. Komm hier heim, raus aus dieser Kackstadt. Du
Wo wir hingehen, brauchen wir keinen Motor. Komischerweise, ach siehste, wir müssen ja noch zur Tanke. Ja, womit? Jetzt haben wir ja keine Geldkarte mehr, ich Idiot. Ah, fuck. Ja, die Geldkarte hab ich zerbissen. Ich bin ja auch blöd. Ja, ich dachte ja auch, dass meine Leiche noch dort rumliegt. Was ist denn hier Phase? Ja, ich muss jetzt hier, ich muss mir noch eine Karte ziehen. Nützt alles nicht. Ich muss tanken. Scheiße hier. Menschen, wie viel Mumpeln haben wir denn noch drin? Hier wird's einfach nicht leicht gemacht. Ja, Mensch. Ein Mann in Schlüppern. Menschen. Jetzt geht das hier weiter. Ja, Menschen. Mach doch mal öff. Mensch, weißt du, das funktioniert bei den Türen hier? Komm hier, die sieht uns nicht. Hoffe ich mal. Kommt her. Geh weg! Ah! 48%, du blöde Kuh! Wir haben eine C2! Komm hier. Na mein Gott! Ne, wieso macht denn der das? Ach, das liegt drinnen. Jetzt. Dein Käse. An jedem Spot. Oh, guck in den Bauchtasche. Oh, guck, wie er schreit, ja, der kleine Mumpel. Oh, das reicht gar nicht. Oh, guck. Die Lootfee, hä? Wie sie uns gibt. Lootfee gönnt. Na mein Gott, das fünfmal geklicke. Und zum Glück haben wir es ja nicht eilig. Oh, Bähnchen. Wir wollten doch bloß was zum Bauen hier. Jetzt kriegen wir nichts mehr zum Verbinden, das war's schön. Ja, jetzt zum Glück brauchen wir ja auch nichts. Mal ein bisschen Geld. Ist ja gewundert. Ich klapper jetzt hier nicht alles ab. Was ist denn das? Kaffee? Nee, Kakao. Who gives a shit? So, Geldautomat. Ja, natürlich brauchen wir Geld. Wir kriegen ja sonst keine Karten. Wo ist denn unsere Karte? Wo haben wir denn die hingetan? Hat ich die bei mir? Die hatte ich doch in meinen Klamotten. Ja, die ist weg. Turnieren. You cannot abbrechen the classic card at ATM. Please visit the nearest bank. Ja, und wie komme ich jetzt... Ich brauch Geld. Und schon haben wir eine neue Quest. So schnell geht das, ne? Wer braucht denn hier schon eine Quest? Eine Quest-System? So, jetzt haben wir Geld. Du kommst ja von einem Abenteuer ins nächste. Das ist unfassbar. Immerhin, wir kriegen hier ein bisschen Geld. Die letzte Kasse wieder, hä? Uschi, was kosten die Kondome? Guck der Bähnchen an, der braucht keine Kondome. So, dein Gesicht ist abschreckend genug. Ich kann keine neue Karte kaufen. Die kann ich nicht stornieren. Ja, was ist denn jetzt, wenn ich die renewe? Ja, jetzt kann ich wieder an den alten Automaten. Ich kann keine neue Karte holen. Wo sind die alte hin? Ich hab die doch. Habe ich sie wieder. Renew. Okay. Alles klar. Also wenn ich sie verliere, gehe ich auf Renew und dann habe ich sie wieder. Ich glaube, die schwarze kannst du bloß eh mal renewen. Hä? Das spielt da nicht so ganz was. Egal. Rein hier. Jetzt müssen wir tanken. Was ist denn hier vor? Du bist wieder aufs Maul gefallen. Ja, sie weh. Blöde Kuh. Jetzt müssten gleich die Puppies aus dem Nichts rausgesprungen kommen. Das haben sie halt. An manchen Spots ist das halt immer noch übel. So, Bähnchen hier. Halt die Schlüpper fest. Schnell. Will Leica bis Kraftstoff. 300 noch was. Was doch gekostet hat der Scheiß hier. Meine Schuhe. Ach, die rosa Botten. Vielleicht finden wir hier einen Rucksack drinnen. Wisst ihr, die ganzen kleinen Rucksäcke in der Sporthalle.
Das war ein Zeichen. Das war ein Zeichen. Der Rucksack. Wupp, wupp. So, Rucksack haben wir. Paun, Böni. Ach, und dann gebe ich erstmal eine Hose hier. Immerhin. Er muffelt nicht mehr, ne? Ist ein frisches Böhnchen. Ach, schade. Wisst ihr, wir waren wieder kurz vorm Scheißen gehen, ne? Und Böhnchen ist wieder gestorben. Ich brauch dem eigentlich gar nicht mehr zu essen zu geben. Ich glaube, das ist eine Lüge. Naja, komm, er hat jetzt schon sehr lange durchgehalten, ohne verreckt zu sein, also. Das ist schon okay. Angesichts der Tatsache, dass ich jetzt die Puppies vor ein paar Tagen nur wieder verdreifacht habe. Ich hab's einfach unterschätzt. Das war zu heftig am Ende. Ist okay. Mich ärgert's halt bloß wieder, dass wieder mein Stuff weg war. Es bleibt, wie es ist. Erinnert sich nicht. Bis jetzt bis eh mal gab, dass die Leiche noch da lag, ne? Aber das lag jetzt hier halt an dem Fatal-Error, das ist halt so. So, wir fahren mal näher dran. So. Jetzt will ich bloß noch schnell aufrüsten. Das ist doch hier Metall, hä? Ja, Böhnchen, warte mal, ich gebe dir mal frische Klamotten hier. Seil bestimmt auch. Wie viel hol ich denn nachher? Jetzt hast du erstmal die Potten. So, wir brauchen noch Steine. Raus damit. Hässlich. So, rüsten wir mal weiter auf. Ach du Scheiße, wie viel brauchst denn du da? Okay. 22 Schrott. Na, da wissen wir doch gleich wieder, woran es wieder mangelt. Schrott haben wir nämlich fast gar keinen. Wie viele Bricks waren es? Gar keine. Bricks brauchen wir gar keine. Wir brauchen eine Brechstange oder sowas. Wieso machst du überhaupt die Mühe mit den ganzen Ziegeln? Keine brauchst. Du dusselige Sau! So, das haben wir. 44 Einheiten Kies. Haben wir noch 4? Gut, das hätten wir schon mal. Es geht schneller weg, als man denkt. Hä? Wirklich, man braucht ja Unmengen an dem ganzen Kladderadatsch. Und das ist ja auch bloß ein Stückchen Wand. Ja, stell dir mal vor, du willst ja alles aufrüsten. Hier, die ganze Bude. Du brauchst Hunderte Einheiten. So, jetzt haben wir natürlich wieder Schrottproblem. Und Sack. Nimm ihn in den Mund. Mit Sack. Mit Sack. So, können wir ja gleich den Spaten raus. Ich glaube, mit dem Face-Rolls Gesichtszerstörer, das gilt doch auch als Hammer. Das müsste doch auch funktionieren, oder? Alles andere haben wir doch gar gesehen. Ja, mach's doch. Vor allem, ja, der Club, nee. Die Sounds, unglaublich. Ich wundere das hier, wenn du aus dem Brunnen was rausnimmst, nicht, dass das auch so hier so gekloppe ist. So. Gut, dann hatten wir ja noch was zu trinken. So, dann haben wir den Sack. Gut. Wir haben noch ein bisschen Sack übrig. Haben wir das nicht noch mehr? Flüssigkeit verschütten vom Sack. Wie jetzt? Was zum Fick macht der? Jetzt ist 0 von 20. Ist er? Wir haben jetzt, der wird als voll angezeigt. Ist aber immer noch auf 100%. Und jetzt kann ich den aber leer. Ja, logisch leer. Uncraft. Das muss irgendwie ein Bug sein. Auf jeden Fall. Jetzt kann ich das wieder füllen. So, ich habe mich einigermaßen mit da ausgestattet. Wir haben das M16, Tech M9 habe ich repariert und ja, da hatte ich halt noch die zwei Magazine. Für die SF19 habe ich nur noch ein Magazin. Was habe ich jetzt? Ich habe noch 15 Schrottteile. Oh, jetzt können wir da schwuppen.
Na, Schwuppi, willst du hin? Schlaf schön. Ja, dann würde ich mal sagen, wir rutschen nochmal hoch zur Burg. Weil das ist jetzt so der Spot in der Nähe, der mir jetzt einfällt, wo viele Schrottautos sind. Und dann dieser Aufwand, hä? Du willst bloß ein Stück Wand aufmumpeln, ja? Ich meine, wir müssen es ja noch nicht immer. Das ist ja eigentlich alles Kokolores, was wir hier machen. Wir machen das einfach bloß, um das mal einfach mal auszuprobieren. So. Klick, 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 klick. Blub, blub. Jetzt kommt wieder eine Horte hier, ich raste aus. Ein Böhnchen hier. Wir halten uns jetzt gar nicht mal so lange auf hier. Stoppen uns jetzt wirklich hier nur voll mit dem Rott. Also fürs Roleplay wäre das doch eigentlich nicht schlecht. Das Problem ist halt einfach bloß, wenn du das online machst, Roleplay, ne, dass du da halt wirklich so eine Baufirma quasi hast. Wäre ja theoretischerweise möglich. Aber du kannst halt, wenn du nicht im Squad bist oder, ne, kannst du halt hier nicht rumbauen. Und unter Umständen musst du dann erstmal die ganzen Blaupausen setzen. Das ist ja dann auch scheiße, ne? Also es wäre schon... Die kommen aus der Erde, oder die lachen. Die faule Kuh. Da haben wir doch keine Energie. Ein Böhnchen, du hast die Knarre nicht zum Spaß. Doch eigentlich irgendwo schon. Können wir klettern mal hoch, ich traue den Frieden hier nicht. Ja, es ist das, dachte ich mir doch. Opa, so fucking schnell, ey. Hallo? Running Granny? Running Granny. Aua. Granny ist es ja nicht so lang. Denk dran, Böhnchen, das ist keine SF-19. Die hat nicht so viel Mumpeln. Der Opa, wie er ausdickt. Der Opa, wie er schläft. Opa ist nicht tot, er schläft nur. Mal, beim nächsten Mal werden wir Pizza backen. Da kriegt Böhnchen eine Pizza. Heute ist Böhnchen auch schon viel zu müde. Ja, also was der heute wieder mitgemacht hat. Es hätte auch schlimmer kommen können, ne, dass alles weg ist. Aber meine Pistole war ja wieder weg. Das heißt, ich muss demnächst erstmal dann wieder zum Händler. Neue Magazine, neue Mumpeln und das kostet wieder einen Haufen Scheiße. Magic. So. Das ist die höchste Aufstufung. Es sieht kalt aus. Jetzt würde ich gerne irgendwie ein Poster dranhängen oder sowas. Das hat ja so ein bisschen Fallout-Vibes, ne? Oh, naja, gut. So, Böhnchen, den restlichen Schrott, den tun wir jetzt hier rein. Naja, viel ist es ja nicht. Verdau dein Essen. Ich sag mal, danke fürs Zugucken. Danke fürs dabei sein. Und, ja, danke, dass ihr mit Böhnchen mitgelitten habt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.